Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Idee, das hat die Frau Radziwill ja vorhin schon gesagt, Ferienwohnungen für Geflüchtete und Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, zu nutzen, ist nicht neu. Die wurde aufgeworfen von der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann. Die wurde auch aufgeworfen von dem Bezirksstadtrat von Mitte, Stefan von Dassel. Und das macht schon deutlich, dass es dort ein großes Potenzial gibt. Ich will die Zahlen nicht wiederholen, die die Kollegin Breitenbach hier vorgestellt hat. Aber wenn man diese Zahlen hört, dann fragt man sich tatsächlich, wem gehört eigentlich diese Stadt und warum können Geflüchtete, aber auch von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen nicht in Wohnungen untergebracht werden? Warum werden sie in Lagern gehalten? Ob es große oder kleine Lager sind, macht da keinen Unterschied, meine Damen und Herren. Für uns, Bündnis 90 Die Grünen, steht fest, Geflüchtete in Wohnungen dezentral unterzubringen, ist nicht nur human, menschenwürdig, es fördert Integration und unterm Strich ist es sogar günstiger. Und es erschwert auch Geschäftemachern auf dem Rücken von Geflüchteten, sich zu bereichern. Das sind viele gute Argumente, sodass sich tatsächlich die Frage stellt, warum wird es eigentlich nicht gemacht? Und Frau Radziwill scheint das ja gerade mit dem zuständigen Senator zu klären. Man kann nur hoffen, dass sie das Ohr von Herrn Chaya erreicht. Denn wir von der Opposition haben schon häufiger versucht, an das Ohr des Sozialsenators zu gelangen. Aber mein Eindruck, der sich auch sonst schon mal einstellt, dass der CDU-Eigentum so heilig ist und auch Geld verdienen, dass die dabei vergessen, zu lesen, dass in der Verfassung auch drinsteht, dass Eigentum verpflichtet, bei der CDU keine Beachtung findet. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir auch gespannt sein, was tatsächlich die Koalitionsfraktionen dann in der Ausschussbesprechung inhaltlich vortragen werden, sowohl in Richtung, wie kann es gelingen? Da würde sich auch die Frage aufdrängen, Frau Radziwill, gestern war Senatsklausur, warum haben wir da nicht heute ein Papier zu? Hätte man ja auch ins Konzept schreiben können. Zumindest müssten Sie sich dann bei uns dafür bedanken. Aber vor dem Dank steht die Umsetzung. Das heißt, machen Sie es, dann helfen wir mit. Und ich finde, ehrlich gesagt, der Antrag der Linken ist auch sehr freundlich im Ton. Der sagt halt, was geht und was nicht geht. Und der macht auch deutlich, es ist eine Brücke, die denen angeboten wird, die nach der Frist, die abläuft, Gefahr laufen, dass die Nutzung ihrer Ferienwohnung in die Illegalität fällt. Da soll eben ermöglicht werden, dass statt eine hohe Geldstrafe zu zahlen, die Wohnung dem Bedarf des Gemeinwohls der aller Berlinerinnen und Berliner zugeführt wird. Das heißt, ständige Unterbringung von Geflüchteten in der illegalen Ferienwohnung schützt vor Strafe. Und das, finde ich, hat auch noch mal einen schönen Aspekt, dass man die Leute davor schützt, sich strafbar zu machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wesentliche ist zu dem Thema gesagt. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn wir da so einer Ansicht sind, dass man das alles machen kann, dann hätten wir es heute auch gleich abstimmen können. Meine Befürchtung allein, und ich werde es dann auch in der Runde wieder sozusagen anknüpfen und aufgreifen, wenn Sie im Ausschuss unseren Antrag abgelehnt haben und wir dann hier darüber diskutieren, warum die Koalition sich wieder nicht einigen kann und unfähig ist, eine menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten zu organisieren. Wir werden dann darüber reden, dass außer einer Diskussion im Ausschuss nichts bei rumgekommen ist. Und um den vorzubeugen,
Frau Kollegin Radziwill, würde ich mich freuen, wenn es Ihnen zumindest schon mal heute gelingt, zu sagen, ja, wir werden auch die Bezirke im Ausschuss dazu holen, wenn wir darüber beraten. Denn die nächste Stufe, mit der wir uns auseinandersetzen werden müssen, ist, wer bringt die Geflüchteten unter? Denn die Zuständigkeit der Bezirke kommt immer stärker und wird sich im März zuspitzen.